Recht herzlich willkommen zur 227. Folge von Towns. Ja, wir sind hier wieder im Garten und müssen gucken, dass wir hier noch irgendwas umstellen. Das ist mir letztens beim Kontrollieren noch aufgefallen. Warte mal, das sind 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, die muss da weg. Die muss unlock. Und müssen wir weiterlaufen. Die müssen wir da einstellen, ne? So passt's dann. Okay, hier ist schon eine Kerze hingekommen. Da müsste der Baum weg. 1, 2, 3, dann kommt dann da eine hin. Die machen wir da auch hin. Und ja, da muss der Baum gefällt werden, ne? Okay, hier geht dann natürlich nichts mehr, weil das Haus da dran ist. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Jetzt gucken wir hier unten nochmal weiter. Hier fehlt noch eine Kerze. Hier fehlt natürlich auch eine mitten im Wasser. Jo, müssen wir mal gucken, ne? Wie wir das managen. Also diese sind richtig und diese sind falsch, oder wie ist das? Warte mal, das ist 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Und die machen wir unlock. Und die kannst du auch unlocken, weil die ist auch falsch. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir 3, 4. 4. Kannst du anloggen. Kannst du anloggen. Und die dann ja auch. Oder? Ne, die nicht. Die ist schon richtig. Die muss da hin, die muss da hin. Okay, da kann man auch eine andere nehmen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Und die machen wir mal noch. Dann ist das schon ganz nett. Dann sind wir wieder ein Stück weiter, ne? Okay, die ist da hingekommen. Und dann sieht es sogar so aus, als ob es passt, oder wie? Dies ist richtig. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Warte mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Machen wir den weg. Und setzt da mal eine Kerze gerade hin. Dann ist die auch richtig. Wir haben ja noch ein paar über, ne? Da kommt auch eine hin. Ist sie jetzt umgestellt oder nicht? Geh mal weg da, ich sehe das jetzt nicht. Dann müsste die ja da hin. Ja, jetzt passt's auch. Ja, sieht doch cool aus. Die muss, kann da stehen bleiben. Weil die müsste ja da hin. Obwohl, sie wäre dann besser hier aufgehoben, ne? Mal die anloggen. Ach so, und dann ist da natürlich auch nicht richtig, ne? Dann muss die da hin und die muss da weg. Dann ist das auch richtig. Ja, hier ist dann das Lager jetzt, das ist ein Problem. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Die ist da falsch. Anloggen. Eins, zwei, drei, vier. Das passt dann sogar. Gut. Zwei, drei, ja, hier wäre einer. Ist das denn so richtig? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Passt.
Ja, das ist ja dann alles gut, ne? Dann müssen wir jetzt mal gerade einen Stockpile für die roten Kugeln machen. Kann man den auch hier so hin? Mach das mal wieder weg. Weil wir wollen ja einen Stockpile für die roten Kugeln. Und das muss ja dann schon so groß sein, ne? Und dann müssen wir den managen. Und da kommen die rein. Wenn wir den jetzt hier managen, wie sieht das dann aus? Ah, da kommen die rein. Okay, dann sind das gar nicht die. Weg. Hin. Läuft. Und hier machen wir Manage Stockpile. Und der ist weg. Ja, gut, haben wir. Ich weiß jetzt noch nicht, was mit dem Stockpile-Ding da passiert, aber wir können hier auch Destroy Stockpile machen. Dann sehen wir, dass der nämlich jetzt Manage Stockpile at Petrol Point. Manage Stockpile, da kann man, nee, den kann man nicht, also machen wir nochmal kaputt. Und machen den nochmal. Und machen den jetzt richtig. Und Manage und rot googeln und fertig. Und den hier, gucken wir mal gerade an, was da drin wäre. Okay, da sind allerlei Lebensmittel drin, wie Zucker, Bambus, Zucker, nee, Zuckerrohr, nicht Bambus, Quatsch. Rohr, Fisch, Milch und das da, gut. Das sind dann rohe Lebensmittel. Machen wir da mal Destroy. Und das müsste ja das hier gewesen sein eigentlich, oder? Ein weniger. Passt. Und Manage Stockpile. Und das, das, das. Zucker. War das. Fertig. Läuft. Und der Zuckerrohr, der da drinnen steht, der sollte natürlich nicht so sein. Harvest Wild Bamboo. Mach das erstmal. Und dann brauchen wir hier noch eine Kerze. Dann läuft es auch wieder da. Aber hier passt irgendwas mit der Kerze nicht. Ja, müssen wir nochmal gucken, ne, wo die hinkommen oder nicht hinkommen. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Gut, Close Menü. Die können die da immer rübertragen, machen sie aber nicht. Auch sehr schön, da kommt jetzt der Erste und tut es. Oder was? Ne, den hat den Dingens geholt. Ja, guck mal hier jetzt wieder. Ja, komm. Da. Dort. Dort. Meine Stockpile machen wir jetzt einfach so. Und dann passt das auch, ne? So ist das gleich wie das andere. Jetzt sind zwei Stockpiles. So. Da müsst ihr hin. Warum räumen die das nicht um? Haben wir keine Träger mehr oder was? Was ist denn hier los? Oh, der kriegt noch Steine. Okay. Da müsste sich mal einer bewegen, ne? Jetzt wollten wir was gucken. Ach so, wir können mal gucken, wie viele Leute hier so Träger sind. Okay, vier Stück. Wir haben letztens ja ein paar viele Leute verloren, ne? Da gibt's eine zweite Seite, da nicht. Hier gibt's auch eine zweite Seite mit ein paar mehr. Okay, lass mal so. Ja, hier müssen wir dann noch dran arbeiten. Irgendwo muss dann noch eine Kerze hin. Nämlich hier. Ach so, die Dinger leuchten. Deswegen, ich war die ganze Zeit am Überlegen, warum ist es hier eigentlich hell? Da ist doch gar keine Kerze. Aber diese Dinger leuchten, ja. Das ist der Grund. Okay. Aber da muss einer hin, aber kann ich nicht, weil der Spider-Red da in der Weg ist. Gut. Soweit.
Ja, haben wir das mal irgendwo probiert? Ja, hier am Stuhl hatten wir das, glaube ich, mal probiert, ob man dieses reinmachen kann, ne? Aber das funktioniert nicht. Was gibt es denn irgendwo? Eine Brücke oder sowas? Ein See gibt es da. Ah, hier, Fishing Dock. Das könnte man ja mal dahin machen, ne? Aber Fishing Dock. Aber da kannst du keine Kerze draufstellen, glaube ich nicht. Aber wir können ja mal gucken, was dabei raus wird. Was dabei raus wird. Toll. Ja. Science and Carpenter's Bench Wooden Sign. Das an der Wand zu machen. Das was bringt? Gute Frage, ne? Naja, lassen wir erstmal so. Nee, das wollte ich gar nicht. Hier sind wir dann so weit, dass wir das erstmal so weit geregelt haben. Und dann gucken wir uns demnächst weiter das hier an, sicherlich. Gehen jetzt aber erstmal nach unten und gucken, was unsere unteren Ebenen so alles schaffen. Okay, hier ist nix. Außer das Wasser. Hier ist die letzte Etage. So, hier können wir noch weiter entdecken. Hier auch. Hier ist auch noch was machbar. Da. Ja, hier ganz viel. Da wird auch gerade gekämpft. Ein Steintroll. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwierig für ihn. Er hat drei Gegner vor sich. Helden haben wir nur noch sechs. Und er hat immer noch drei Gegner vor sich. Jetzt geht er weg. Und die folgen. Mal gucken. Da kommt jemand, aber das ist eine von unseren Personen, die lebt gefährlich dann. Die macht auch gar nichts, wa? Die stirbt jetzt wetten. Okay. Ja. Wieder eine weniger. So, wo gehen die beiden hoch? Nirgendwo, die bleiben jetzt da, weil sie den Gegner verloren haben, oder wie? Also der eine auf jeden Fall. Der läuft weiter. Trifft hier auf den. Ist gesund und ist tot. Das waren dann die 45, ne? Was ist denn das für einer? Okay. Several wounded. Okay, das ist. Ja, da kommt jetzt ein Held, der kann den aber kaputt machen, denke ich, ja. Aber wir haben trotzdem zwei Leute verloren. Das war nicht so gut. Naja. Müssen wir mal schauen. Haben wir jetzt nicht, dass irgendwelche Gruppen dadurch aufgelöst sind? Ja, hier beim Dingens eine nur noch, einen Erntehelfer. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier mal ein paar mehr kriegen und dann Erntehelfer wieder aufrüsten. Gut, aber ich denke mal, für die Runde soll es auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich darüber freuen, wenn er mich abonniert und wenn er einen Daumen hoch für die Folge gibt. Schaltet euch das Glöckchen ein, dann habt ihr die Info, dass ich eine neue Nachricht gebracht habe. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.